Sheldon an Major Rico. Die schwarze Hand, klingelt da irgendwas? Gruselige Militärtypen, schwer gepanzert, gut ausgebildet. Ja, genau die meine ich. Haben eine Menge Rebellen aus Medici und anderen Teilen der Welt einkassiert. Ich dachte, das interessiert dich. Vielleicht willst du sie ja retten oder so. Allerdings haben wir keine Ahnung, wo sie festgehalten werden. Bis jetzt wissen wir nur, dass auf dem Flugfeld im Nordwesten von Medici ein Frachtflugzeug steht. Mehr haben wir nicht. So, und damit hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Just Cause 3. Ich bin mal, das war offline, mal kurz hierher geeiert, da, weil wir bekommen hier laufend von Sheldon die Ansage, wir sollen hierher eiern. Das ist dann gleich da hinten. Sonst habe ich eigentlich nichts gemacht. Bin nur darüber geeiert. Und das waren so 15 Kilometer. Und da war ich jetzt mir relativ sicher, dass wenn ich einfach 15 Kilometer hier so lang fliege, euch das vermutlich nicht interessieren dürfte, weil, naja, da ist ja nichts viel zu sehen. Da passiert auch nichts. Da ist auch nichts passiert. So. Dann würde ich sagen, lasst mal mit dieser Quest hier beginnen. Ich weiß nicht, ob ich das in dieser Folge machen werde oder in der nächsten. Es wurde sich bei mir in den Kommentaren gewünscht, dass ich doch mal mit einem Frachtflugzeug fliegen soll. Ich weiß zwar nicht genau wieso, aber ich denke, wir werden das in dieser Folge einfach dann mal machen. Sheldon, die schaffen Gefangene in ein Flugzeug. Was soll das? Keine Ahnung, warum es die schwarze Hand so eilig hat. Sonst verhält sie sich nicht so auffällig. Nur dieses eine Mal, Sheldon. Komm zum Punkt. Was weißt du? Ich weiß nur, wenn sie eine Nummer in dieser Größenordnung abziehen, stehen wir auch nicht gut da. Also geht, kommt schon. Griff bald, los. Gehen oder sterben. Eure Entscheidung. Lassen Sie ihn! Ich greife ein. Oh, jetzt mal ganz ruhig, Brauner. Wir müssen rausfinden, wo sie hinwollen, aber dazu brauchen wir sie lebend. Schön. Und wie sieht dein genialer Plan aus? Schmeiß dich in den verdammten Flieger auf, dann kannst du bald viel mehr in die Luft jagen und viel mehr böse Jungs umlegen. Du weißt, wie du mich rumkriegst, was, Sheldon? Okay. Aber danach schreibe ich Spionage in meinen Lebenslauf. Danke für die Hilfe. Psst, bevor die Piloten uns hören. Wo bringen die uns hin? Eine der Wachen hat was von Lacrima gesagt. Keine Sorge, ich kümmere mich um alles. Aha. Hier Lacrima-Kontrollstation. Wir haben Sie jetzt auf dem Radar. Bitte identifizieren Sie sich. 4UZ-1259. Erbitten die Aktivierung des Repulsionsfelds. UZ-1259 erbittet Freigabecode für Landung. Übertragung läuft. Code erhalten, Landung genehmigt. Und was jetzt? Gehen Sie von der Tür weg. Okay, Leute. Lehnt euch zurück. Und genießt einfach die Show. Alter, was wird das? Ich bin aufgeregt. Ich will was töten. Nein, will ich nicht. Doch, will ich. Will ich nicht, will ich nicht. Egal. Komm schon. Spiel, du liegst auf einer SSD. Leg mal einen zweiten Gang ein. Ich hasse Ladezeiten. Wie jetzt? Nochmal Ladezeiten. Wo ist ein Ausgang? Überraschung! Was ist hier drinnen oder draußen? Mal kurz testen. Drinnen. Ich
Nee, wer von nicht. Denen? Die mochten wohl meine kleine Überraschung nicht. Ich habe die Basis der Schwarzen Hand gefunden, auf einer Insel namens Lacrima. Lacrima Island? Nie davon gehört. Allerdings haben die hier eine kleine Operation am Laufen. Das gefällt mir nicht. Tu mir einen Gefallen, finde raus, was deine Freunde vorhaben. Okay, ich kann nichts versprechen, aber ich höre mich mal um. Wie ist ins Flugzeug hier reingekommen? Alter, hier sind lauter Gefangene. Warum halten die hier so viele Gefangene fest? Mal wieder eine Falle, war ja klar. Ja, habe ich. Hey, Sie, halten Sie sich von dem Mac fern. Wie es aussieht, hat die Schwarze Hand neues Spielzeug. Was ziemlich viel aushält, muss ich mal so anmerken. Was verloren. Okay, aber ich halte offenbar auch was aus. Aber bitte sag mir nicht, dass jetzt da noch einer kommt davon. Was ist das hier? Das ist wohl das Geschütz, ne? Von dem Teil hier. Das Ding ist offenbar so nicht kaputt zu bekommen. Das Ding ist offenbar für Max gedacht. Was ist das? Mal sehen, wozu das Teil gut ist. Wann haben Schlüssel Probleme mit der Akkulaufzeit? Warte mal, wir müssen es anders machen. Kann ich die Energieschilde überladen? Oh, das wird großartig. Aber dass ich dafür jetzt mein schönes. Dass ich dafür jetzt meinen schönen Eden Spark drauf. Was habe ich hier? Ich fühle mich wie ein Kind im Süßwarenladen. Sind die Dinger jetzt kaputt oder nicht? Okay.
Ich muss erst rausfinden, wie das alles funktioniert hier. Okay, das so funktioniert schon mal nicht. Platz für uns beide. Ups, das war kein guter Plan. Ja, ja, ist ja gut. Energiekerne, deaktiviere mich. Kann ich nicht einfach dran zappen? Okay, das klappt also nicht. Ups. Er ist schon recht. Verdammt, diese Mechs sind tough. Jetzt will ich sie erst recht ausprobieren. Der hier gehört jetzt mir. Meiner. Biometriescanner überprüft neuen Nutzer. Rekalibriere Einstellungen. Lademech-Initialisierungssequenz. Warte mal, ich kenne diese Stimme. Da wurde wohl jemand degradiert. Für die Einrichtung Ihres Mac-Nutzerprofils ist Ihr Name erforderlich. Erinnern Sie sich nicht an mich? Ich bin Rico Rodriguez. Glückwunsch, Rico Rodriguez. Sie sind jetzt ein offizielles Mitglied der Mac-Arbeitsgruppe. Ja. Der Mac kann für die Aktivierung korrespondierender Druckplatten genutzt werden. Okay, kann schon mit, kann auf jeden Fall mal hüpfen. Ein bisschen zu schnell, das Ding. Kriegen das wir gerade ein kleines Tutorial geliefert. Ihr Mac nutzt für Abrissarbeiten eine revolutionäre Gravitationstechnologie. Setzen Sie den Kraftimpuls ein, um Mauern einzureißen. Oh, langsam wird's interessant. Vorsicht! Der Kraftimpuls ist auch auf große Distanz äußerst zerstörerisch. Bitte räumen Sie das Einsatzgebiet, bevor Sie fortfahren. Alles klar! Räumen wir das Einsatzgebiet. Okay, wir können offenbar sonst nichts damit machen. Ist irgendwie langweilig so. Ach, wir fahren einfach drüber. Achso, ich muss die drei hier umlegen irgendwie. Jetzt darf ich also das Gebiet verlassen. Na, okay. Dieses Ding hier. Das sieht lustig aus, okay.
Hui. Das sieht wichtig aus. Zeit, mein neues Spielzeug zu testen. Hui. Noch Fragen? Tschüss. Ah, das kann man so damit auch machen. Tschüss. Was ist jetzt hier im Weg? Nee, ich will hier raus. Sheldon, wie es aussieht, war Lacrima mal ziemlich angesagt. Rate mal, wer hier Anlagen hatte. Unsere alten Freunde von der Eden Corporation. Die Eden Corporation? Ach, unmöglich. Die sind seit Jahrzehnten aus dem Geschäft. Und wir beide wissen, warum. Ja, aus dem Geschäft sind sie definitiv. Oder sie haben seit Jahren nicht mehr aufgeräumt. Ich schätze, die schwarze Hand flattert die Leiche. Die nehmen alles mit, was sie kriegen. Alles klar. Ich stöbere nochmal in den Archiven der Agency. Mal sehen, ob ich irgendwas übersehen habe, was diese Eden Corporation angeht. Eigentlich schade, ich mochte das Ding. Die Gefangenen werden Waffen brauchen, um mir zu helfen. Ich brauche eine Waffenkammer. Voll verfehlt. Noch einer? Tatsächlich. Schwarze Hand setzt die Waffen vermutlich nicht für einen guten Zweck ein. Ah, vermutlich nicht. So viele Gefangene.
Was haben die vor? Ich muss ab. Dann holen wir euch mal da raus. Schnappt euch ein paar Waffen und kämpft. Lasst uns rebellieren. Okay, das war jetzt... Na doch, noch Glück gehabt. Genau, reden können wir später. Wir brauchen Hilfe, wir müssen den Bienenstock stürmen. Was für ein Ding? Was tut er? Was geht hier vor sich? Was hat die schwarze Hand vor? Ich habe einiges gehört. Deshalb haben sie mich hier eingesperrt. Da ist dieses große Gebäude auf dem Hügel da drüben, der Bienenstock. Vollgepackt mit Technologien und Waffen. Auf der Insel gibt es noch mehr Gefangene. Wenn wir sie alle befreien, können wir die Insel vielleicht übernehmen. Sind sie dabei? Oh, wahrscheinlich schon. Sie meinen für Chaos sorgen und Zeug in die Luft jagen? Auf dem Gebiet bin ich zufällig Experte. So, damit hätten wir das abgeschlossen. Ich hoffe sogar echt, dass das hier... Ach, schau an. Moment, wo sind wir denn? Schon wieder ein neues Gebiet dazugekommen. Rico? Annika. Lassen Sie mich raus! Ich schicke dir Koordinaten, ich erwarte dich da. War hier nicht gerade doch noch was? Nee. Okay. Da hinten ist das Innenflugzeugteil. Ich hätte aber gern wieder mein Ding zurück. Hier schönes. Na egal, erstmal aufmunitionieren. Wer krüllt denn hier? Die haben wir ja freigelassen. Ach, das Ding da hinten quietscht immer noch rum. Das war das, was wir vorhin gerade zerlegt haben. Aber wo sind die gelandet? Hier gibt es doch nirgendwo eine Landebahn. Doch, da. Da machen wir erstmal, glaube ich, die Landebahn hier frei, oder? Kontrollstation, melden Sie sich. Na, wir stellen das ja hier mal kurz um. Dann ist das hier schon mal meins. Und alles, was meins ist, schießt nicht mehr auf mich. So einfach ist die Logik. Ich lass das einfach mal hier. Genau, mache ich auch.
So, da haben wir den hier. Und packen wir dich dahin. So. Zurück in die Steinzeit. Ah, das ist schon meins, okay. Oh, war ja klar. Tschüss, wir müssen gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das eigentlich nicht machen muss, aber irgendwie mache ich trotzdem. Das müsste reichen. Nee, reicht nicht. Wir brauchen mindestens 4. So, dann schauen wir doch mal da rein. Und da hat mir so ein Frachtflugzeug. Es wurde sich hier gewünscht, dass ich mit einem Frachtflugzeug fliege. Vielleicht geht es ja damit. Nein, geht nicht. Ich kriege nur meine normalen Waffen. Abwechslung ist gut. Ich weiß zwar nicht genau, wofür das hier gut sein soll. Kann man hier mit einem von den Dingern hier fahren oder sind die alle platt? Ich glaube, die sind alle platt hier. Au.
Das wollte ich gar nicht. Aber ich habe gerade was anderes rausgefunden. Das wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Bevor den Stacheldraht reinhüpft. Sauber. Da geht's raus. Nicht hier oben. Und zwar das da, dass ich doch im... Das wusste ich nicht. Dass ich mit Y sozusagen einen Kavalierstart hinlegen kann. Das finde ich schon mal sehr gut. Okay. Dann, würde ich sagen, war es das für diese Runde. Und in der nächsten Runde, in der nächsten Aufnahme, werden wir uns dann eine kleine Frachtmaschine holen und dann mal hier ein bisschen rumeiern und schauen, wie das sich so fliegen lässt. In diesem Sinne, ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bardasch.